Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Wizard 101. Diesmal mit zwei, wahrscheinlich nur zwei Folgen, mit Facecam. Ausnahmsweise mal, weil es sich gerade so ergeben hat. So, wir wollen mal direkt starten, weitermachen hier. Mal gucken, was ich überhaupt mache. So, als erstes müsste jetzt kommen, pam pam pam, mein Geschenk, nämlich die Konfettikanone. Yeah. Möchtest du dieses Geschenk für diesen Charakter jetzt einlösen? Natürlich. Erhalten Konfettikanone. Und die werden wir nachher auch mal zu Hause ausprobieren. Beziehungsweise sprich mit seiner Feuerblume Ort Platz des Wettstreits. Ich mache mir mal hier die Position. Markiere ich mir mal und gehe mal nach Hause. Denn ich muss jetzt die Konfettikanone natürlich ausprobieren. Ist ja wohl klar. Ich fange gerade an, schon wieder so ein bisschen die Nase zuzukriegen. Scheiße, ist das. So, die Konfettikanone könnte ich eigentlich direkt hier neben den Eingang bauen, damit ich direkt mit Konfetti beschossen werde. Sobald ich... Ah, hier ist er. Hier mein Gedönse betrete. Nee, darf ich das... Warum geht denn das da nicht hin? Warum kann ich das denn nicht hinstellen? Ich kann es nur auf die Wiese stellen oder was? Warum kann ich das... Ach doch, da. Na gut, dann macht man die Konfettikanone halt hier direkt neben die Haustür oder hier. Kommt, machen wir die halt hier hin. Von mir aus. Yay! Hallo. Juhu! Eine Konfettikanone. Nochmal. Ich will nochmal. Naja, nett. Okay. Gut. So, was mache ich denn jetzt? Lass mal gerade gucken. Gerade mal ein bisschen Überblick bekommen. Der liebe Kilt Kaios, der Kevin Kupferknospe, ist Stufe 48. Ist noch die Hälfte ungefähr entfernt von Stufe 49. Kronen habe ich nicht viel. Gold habe ich noch 54.000. Kann im Moment aber nichts damit anfangen. Lass mal die Quests angucken. Da muss ich noch was tun, natürlich in Drachenfels, ist klar. Bücher, besiege und sammle Drachenfels, Grizzleheim. Besiege 4 von 5 irgendein Rabe, dafür gibt es knapp 10.000 Erfahrungspunkte. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Grizzleheim. Denn das möchte ich jetzt mal alleine versuchen. Endlich das erste Mal alleine nach Grizzleheim. Wintergrim. Oh, ich bin ja... ist überhaupt jemand online? Victor, Melanie und Kira. Aber trotzdem werde ich mich jetzt mal gerade unsichtbar machen. Bup, unsichtbar. Ich glaube, ich bin auch wieder in der falschen Sphäre, als dass ich sofort gefunden werden könnte. So. Huhu, alleine. Ja, ich muss mir gerade meine Karten angucken. Was habe ich denn hier? Den kann ich noch einmal reintun. Auf jeden Fall. Das war ja eure... Das, was ihr gesagt habt. Aber das... guck mal, der Meteoriteneinschlag kostet nur 4 Pips. Und der Feuerdrache kostet immerhin 7 Pips. Na gut. Aber wir werden es jetzt mal alles ausprobieren. Der kostet 5. Cool, wir probieren es einfach aus. Mal sehen, was dabei rauskommt. So. Jetzt muss ich hier mal gerade gucken. Besiege irgendein Rabe. Einen noch. Nanu, hat er eine Quest für mich, der Live? Offenbar. Ich bin Händler von Beruf. Grundelfjord ist das Dorf meiner Geburt. Als ich wieder nach Hause kam, fand ich das Tor verschlossen und von diesen unheimlichen... Meine Freunde und Handelspartner sind noch... Sie heißen Halgar Isenwever, Knut Hepp. Wenn du so freundlich wärst, bei ihnen vorbeizuschauen, werde ich dich bei deiner Rückkehr angemessen entlohnen. Gut, ich muss also nur mit ein paar Mannekes reden. Allerdings kriege ich dafür auch jetzt nicht so viele Erfahrungspunkte für Grizzleheim, für Wintergrim. Ja, dann probier es doch mal.
Ich hätte gleich mal von Anfang an die Feuerprismen rausmachen können. So. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst, liebe Leute. Jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren. Gut. Ja. Okay. Cool bleiben. Cool bleiben, Kaius. Ich meine, ich bin eigentlich noch völlig underpowered sozusagen hier für diese Welt. Und hab's ja mit Ach und Krach mit dem Daniel Blitzherz und mit dem Brian Himmelsbaum so geschafft, hier durchzukommen. Klar, 4 Leute gegen 4 Gegner. Dementsprechend lang dauern auch die Kämpfe. Das muss man auch sagen. Wenn ich jetzt alleine da, hier kämpfe, dann dauert es nicht so lange. Das ist wohl wahr. So einen Feuerdrachen können wir bestimmt einmal rausmachen. Das auch. Und machen natürlich direkt die Elementarklinge auf. Nee, ich schütze mich erstmal. Ach scheiße, jetzt geht mir gerade die Nase zu. Das ist Kacke. Ich weiß gar nicht, wo habe ich denn mein Gesicht eigentlich platziert? Nicht unten links in der Ecke, ist klar. Unten rechts vielleicht? Ja, da kann man nicht so viel verpassen, ne? Da sieht man halt nicht, wo ich jetzt bin. Jetzt sieht man den Fall nicht. Den Zauberstab, jetzt sieht man ihn. Jetzt kann ich so nach oben gucken. Oh wow, was passiert denn da oben? Oh. Das kann weg. Ich habe gar nicht aufgepasst. Scheißentrick. Okay, okay. Karten neu mischen. Naja, wir sammeln immer noch für den Feuerdrachen. Solange muss ich mich hier noch ein bisschen haha heilen. Bin gespannt, ob ich das schaffe. Okay. Na gut. Na gut. Ach, ich werde immer noch bezaubert jetzt. Womit? Plus 35%. Okay. Das ist, mag interessant sein, aber jetzt werden wir das hier mal nehmen. Ach, guck mal, wir können den Feuerdrachen schon benutzen. Aber ich glaube, es ist noch zu früh, denn wir bräuchten jetzt am besten noch die Faust. Auf jeden Fall die Faust. Ich habe ja von euch den Tipp bekommen, oder beziehungsweise gesagt, gekriegt, hier, benutzt den Feuerdrachen öfter. Das mache ich jetzt auch. Was geschieht? Was ist das denn da? Scheiße. Was geht denn da ab? Hallo? Guck mal, wie kaputt ich jetzt schon bin. Was für eine Scheiße. Kacke, oder? Guck mal, ich bin doch jetzt schon tot quasi. Ich kann jetzt noch als letzte Verzweiflungstat den blöden Drachen benutzen, der jetzt auch nichts bringt. Ganz knapp nicht. Scheiße. Ganz knapp nicht. Hier. Ja. Ihr Wichser. Oh. Psch. Keiner hat was gehört. Keiner hat was gesehen. So. Ich hab's alleine geschafft. Ich bin einfach super cool. Super geil. Das war aber knapp, oder? War mehr Glück als Verstand wieder mal. Ach nee, hier bin ich auch falsch. So, Lele, wer kämpft denn da so fein? Mirabelle Weidenpfad. Ich werde dir nicht helfen, denn dann wird der Kampf auch wieder so lang dauern. Was ist das denn hier? Runen. Rira-Runen. So. Kriege ich erstmal schön 10.000 Erfahrungspunkte. Die Raben haben für mächtig Ärger in Rundelfjord gesorgt. Rundel. Du hast es ihnen heimgezahlt. Jetzt bin ich bereit, dir zu helfen. Ja. Was kann ich für dich tun? Du willst eine meiner Federn?
Skorgul zieht eine Grimasse, als sie sich eine Komm bloß nicht auf die Idee, sie gegen mich einzusetzen. Das würdest du bitter bereuen. Das würde ich bestimmt bereuen. So, jetzt müssen wir es nur noch darüber schleichen, ohne angegriffen zu werden. Ah ne, Quatsch, hier muss ich gar nicht hin. Ach. Nee, wo muss ich denn noch mal? Ach da, da runter. Hä? Mit dem muss ich auch noch mal sprechen. Ach so, das ist wahrscheinlich einer derjenigen, die ich suchen muss. Ob sie noch am Leben sind. Gut. Diese Feder wird ihren Zweck erfüllen. Tada! Wir haben Grund auf die Suche nach seltsamen Dingen. Wir brauchen sie für einen mächtigen Zauber, der das Schicksal einer ganzen... Das nächste Ding der Unmöglichkeit, das wir benötigen, ist die Kralle eines namenlosen Bären. Vanir Stormröhrer hat eine Liste aller Dorfbewohner. Vanir ist in seiner Halle. Er kann dir helfen, diesen namenlosen Bären zu finden. Wenn du die Bärenkralle hast, komm wieder hierher zurück. Naja. Das ist jetzt nicht so aufregend, ne? Was die Erfahrungspunkte angeht. Aber mal eben 10.000 Erfahrungspünktchen bekommen, ist schon ganz nett. Was ist das da hinten? Ach, das ist nur eine Laterne. Ich dachte gerade, das wäre ein gelbes Ausrufezeichen. So, mit ihm müssen wir sprechen. Hallo? Live schickt dich. Das sind gute Neuigkeiten. Sag ihm, dass ich meine Zeit als Eisblock gut überstanden habe und wieder bereit fürs Geschäft bin. Der ist der Nächste. Es ist sehr nett von Leif, dass er sich um mich sorgt. Aber noch lieber wäre es mir, wenn er mir vernünftigere Preise macht. Und eine Silbertruhe. Komm, wir spielen mal gerade ein Britzel-Bratzel-Schloss-Rätsel. So, kriegen wir alles hin, oder? Ach Gottchen, dann muss es ja nur geradeaus gehen. Das ist ja noch leichter als sonst. Nee, Moment. Ups! Gut. Alles stimmt, ne? Guck mal, es ist noch Zeit. Ich grüße den Hunter Feuerklinge. Hallo Hunter, ich grüße den Patrick Diamantschwert und den Harry Nachtblut. Ich glaube, Harry Nachtblut habe ich schon mal begrüßt. Viele Grüße an euch. Weiterhin grüße ich endlich The Crone HD, der sich ja so darüber beklagt hat, dass ich ihn noch nie begrüßt habe, obwohl er schon von Anfang an dabei ist. Aber wie gesagt, wenn man mir natürlich nicht sagt, dass man gegrüßt werden möchte, dann wie soll ich dann auch, warum soll ich dann jemanden grüßen? Bei inzwischen 1500 Abonnenten. Ach, ich muss schon wieder Frostgoblins besiegen. Bei 1500 Abonnenten ist das natürlich ein bisschen schwierig, muss ich schon sagen. Ja, da den alle unter einen Hut zu kriegen, das ist unmöglich eigentlich. Deswegen nicht sauer sein, wenn ich mal irgendwen nicht grüße, der gern gegrüßt werden wollen würde. Sprecht mich einfach an. So. Diese Kälte hat mir ganz schön zugesetzt. Aber das hält mich nicht davon ab, Geschäfte zu machen. Schnell an den Tanten vorbei. Und ein paar Erfahrungspunkte absahen. Meine Handelspartner sind wohl auf. Das ist wunderbar. Du hast mir einen großen Dienst. Ja, war jetzt ganz nett, ne? Jetzt müssen wir mit Vanir Storm... Röhra sprechen. Was für bescheuerte Namen, oder? Ab in die Muffbude. Du suchst einen Bären ohne Namen. Welch merkwürdige Vorstellung. Warum sollte es einen Bären? Ich habe eine Liste aller Dorfbewohner. Schau, ein Barde sang mir einst ein Lied über einen Fremdling. Zahlreiche Grät, du scheinst ein Händchen fürs Monster jagen zu haben. Diese frechen Frostgoblins haben einen Anführer, der sich in der Höhle außerhalb des Dorfes herumtreibt. Bisher konnte niemand mit diesem... Der Knabe nennt sich Tulkir Glümkampar. Kannst du dich um ihn kümmern und ihn ein für allemal aus Hundelfjord vertreiben? Das wage ich zu bezweifeln. Ach du Schande. Eine Liste aller Dorfbewohner, also waren das jetzt zwei Quests. Ah, hier.
Lies die... Ach, das war die Namensliste. Das war dieses komische Teil, wo ich eben schon dran vorbeigelaufen bin. Julia Feuerglut kämpft in Wintergrim. Namensliste lesen. Du gehst die Liste durch. Dabei fällt dir auf, dass Leif, den du vor dem Dorftor getroffen hast, gar nicht draufsteht. Sprich mit Leif in Hundelfjord. Leif, was ist mit dir los? Mögen dich die Leute nicht, oder was? Wie komme ich jetzt hier an den Ladies vorbei, ohne wieder kämpfen zu müssen? Wer ist das denn da? Ach, das ist wieder die Mirabelle. Ich denke, wir machen alle ähnliche Aufgaben im Moment. Schnell vorbei. Puh. Leif, was machst du? Sei gegrüßt. Ist es im... Was sagst du da? Mein Name fehlt. Wie konnten sie nur denken? Wie war das? Du willst eine Kralle von mir? Merkwürdig. Das muss Schicksal sein. Und deshalb darfst du sie gerne haben. Das ist ja wirklich ein seltsamer Zufall, wa? Hat sich zufällig gerade die Krallen geschärft und ihm ist natürlich eine abgebrochen. So ein Ärger aber auch. Trottel. Wie kann einem denn eine komplette Kralle abbrechen? Naja. Das Tanten? Tantengespräch? Die Kralle eines namenlosen Bären. Du hast die Feder eines weißen Raben und die Kralle eines namenlosen Bären. Der dritte Gegenstand mag wohl am schwierigsten zu erlangen. Doch das Schicksal meint es gut mit dir. Am Dorfrand wohnt ein Kräuterkundiger namens Regin Wildbland. Er hat vielleicht, was du brauchst. Mhm. Gut. Den Zahn eines friedfertigen Wolfes. Oha, mal gucken, was da auf mich zukommt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss.